Ich hoffe, er war nicht am Abseits. Was? War doch im Abseits. Oh, das war eine gute Chance, die uns genommen wurde. So, Freunde, es geht weiter bei einer weiteren Folge von FIFA 17 Ultimate Team. Wir werden heute das erste Spiel starten, beziehungsweise ist es schon das zweite, aber ja, wie ich vermutet habe, die erste Aufnahme ist dem Bach runtergegangen. Deswegen nochmal herzlich willkommen bei FIFA 17 Ultimate Team und ja, wir werden sehen, wie wir vorankommen. In der letzten Folge habe ich ja... Ah, Moment... Ja, das stimmt. Wir haben alles eingestellt in der letzten Folge. Ja, in der letzten Folge wollte ich eigentlich sagen. Ja, das ist blöd. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir vielleicht wieder aufsteigen, aber irgendwie will ich ehrlich gesagt gar nicht aufsteigen. Weil. Na komm, nimm mal was anderes, Kollege. Anderes. Das ist auch so blöd, ne? Nimm ich mal schwarz, ey. Weil, ja, die 8. Liga ist einfach viel zu heftig. Dafür haben wir keine guten Spieler. Der junge Hermann hat aber ganz gute Spiele. Spielt ein 4-3-2-1-3. Chemie, gute Chemie, Kollege. Naja. Hör mal gucken, was die Chemie einem bringt. Und heute soll es natürlich genauso erfolgreich weitergehen. Wir spielen zu Hause, Freunde. Durchgang 1 läuft. Wir spielen zu Hause. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. So. Sie treten heute in 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive. Okay, jetzt geht der Konter los. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Wird das eine Torschance? Das geht jetzt vorwärts. Dazwischen gegangen. Ja, das ist natürlich bitter, wenn der Ball nicht durchkommt. So ein Mist. Er ist da langsam Innenverteidiger, aber der hat gut den Körper reinhalten, der junge Herr. Oh, der kann aber nicht passen mit links. Links ist wohl nicht sein Fuß. Nicht sein starker Fuß, der linke Fuß. Oh. Oh. Steven Davis. Okay, nein. Was ist das denn? Warum spielt er denn? Wo spielt er denn hin, der Junge? Als hätte er nicht so richtig Lust, oder Buschi? Mann, ey. Insbesondere, weil er nach hinten, drücken wir es vorsichtig aus, wenig arbeitet. So, Januzaj. Aber das ist sein Stil und wenn er vorne die Dinger macht, dann sind alle zufrieden. Er ist ein absoluter Gewinn für die Chance. Boah, wie hält er den denn, Leute? Wie hat er den denn gehalten? Der Ball ist im Tor. Der geht hier kaputt, ey. Der geht hier kaputt. Oh, und knapp daneben der Kopfball. Alcoba. Schade, das war eine richtig gute Chance. Das war echt eine richtig gute Chance vorhin. Und damit meine ich nicht den Kopfball. Damit meine ich eigentlich die Chance vorher. Das war nämlich echt eine gute Chance. Wow. Da steht die Abwehr sicher. Halt mal Körper rein. Na, komm schon. Oh, hat er sich gerade noch so gerettet. Der junge Herr. Jesse Rodriguez. Der Jesse, wie kommt er denn da durch? Dieser Jesse, das ist unfassbar. Könnte eine Gelegenheit werden. Da habe ich schon so oft gegen den gespielt, gegen den Jesse. Der ist gar nicht so gut, aber irgendwie. Und jetzt der vertändelt er den Ball, ja. Das auch. Tyson. Ach komm. Ein guter Doppelpass. So, weiter geht's. Ich hoffe, er war nicht am Abseits. Was? War doch im Abseits? Oh, das war eine gute Chance, die uns genommen wurde. Der Pass war nicht gut. Oh, da ist rechts einer frei. Aber, das war gut gemacht. Beric, der ist einfach ein lahmer Sack. Da brauchen wir auf jeden Fall mal einen schnellen. Mann, das ist ja nix. Richtung gegnerisches Tor. Das ist nix, Freunde. So, der Ball geht uns aus. Ball ist draußen. Schieben wir das Ding erstmal nach vorne. Und dann legen wir den ab. Ah, können wir nicht. Weil wir den Ball nicht kontrollieren können. Das ist wieder Hesse.
Sie passen den Ball gut. Schuss! Wow, unser neuer Torwart, der Herr Trapp. Das gibt einen Eckball. Ich verspreche mit dem von dem auf jeden Fall mehr als vom anderen Torwart. So. Och, da ist doch gar keiner, Kollege. Da verlieren Sie den Ball. Ach, Mann. Ach, sowas hasse ich immer. Wenn man so quasi also selber in den Spieler reinläuft. Sauber vom Ball getrennt. Das ist natürlich noch besserer Ball. Oh, Rückpass eigentlich, aber Schiri interessiert das wohl nicht. Gut. Jetzt in der Anspielstation. Tyson. Wow, mega Grätsche. Da kommt er an den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und er schießt. Nein. Ein sehr überlegter Abschluss, ja, aber auch irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie unverdient. Klasse mit der Hacke. Ach, guckt euch das an, da kannst du nicht mit einem Mann durchlaufen. Das ist ekelhaft. José Rodríguez. Ach komm, du kannst doch nichts, Kollege. Jetzt müssen Sie aufpassen. Nur weil ihr immer die guten Spieler habt. Holt er sich vollkommen problemlos. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ach komm, du bist doch so langsam, Tyson. Der kann doch nichts. Der hat auch Kevin Trapp. Deswegen hat er gerade so gut gehalten. Den einen Schuss von uns. Sehr gut aufgepasst. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Steil gespielt. Tyson! Super Einsatz von Sulter. Ah, das könnte der Beric, ich gehe kaputt. Was ist los mit dem Beric, Leute? Er hat unfassbar gut gespielt in letzter Zeit. Wirklich. Also könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, wie gut er gespielt hat. Findet den Mitspieler. Oh. Tyson. Boah, der Trapp, der hält. Das ist nicht normal. Bei mir lässt er so ein blödes Tor durch und beim Gegner geht gar nichts, ey. Ah, Mann. Er nimmt ihm den Ball ab. Oh. Okay. Jetzt wird's gefährlich. Gut. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Naja, gut. Eigentlich will ich hier dieses Tiki-Taki-Fußball nicht machen. Ein toller Pass. Oh, ich konnte nicht mehr schießen. Das war natürlich blöd gelaufen. Oh Mann, ey. Wer ist das? Irgendwer, das den keiner werden. Kennt. Im guckt Moment euch das an, guckt sie euch das an, ey. Durch. Die Abwehr steht gut. Und da verlieren sie den Ball. Wow, okay, Tyson. Gut, weiter geht's. Biabiani ist relativ schnell. Aber das kriegen Foul, wir das Foul, ey. Und das ist eine gute Gelegenheit. Eieiei, Kings gibt's hoffentlich gelb. Der Abwehrspieler ist da, Flanke abgefangen. Guckt euch das an, ey. Das ist... Also, Trapp sei Dank, würde ich sagen, dass der Gegner da mit 1-0 führt. Der hat ja nicht wirklich was auf die Reihe bekommen. Aber es ist irgendwie meistens so, dass die irgendwie teilweise, ja, aufgrund der Spieler dann irgendwie führen. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz. Oh Mann, da wird der Ball erstmal abgeblockt. Das ist natürlich bitter. Da passt er auf. Wow, jetzt haben wir erstmal Platz. Jetzt haben wir erstmal Platz. Aber da holen wir einen Eckball raus. Das ist vielleicht ein bisschen manchmal zu offensichtlich, dass ich da so ja, nach innen ziehen will. Eckmann nochmal eine Ecke. Okay, der Willems kriegt nochmal eine Chance. Arnold. Da kommt der Steilpass. Oh Mann, da könnte ich aber nichts anfangen mit. Oh, der trifft da den Gegner, ey. Das war ja fast Schienbeinbruch hier. So schlimm sah das aus von Weitem.
Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Oh, was war das denn für ein Pass, Freunde? Da geht ihr kaputt, da geht ihr innerlich kaputt. Wirklich, da denkt ihr, was ist denn hier schief gelaufen? Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, das ist schlecht. Das war dann wiederum gut, aber der war Ball wieder schlecht. Oh, guckt euch das an, wie der durchläuft. Alessandrini! Er pariert, aber der Ball bleibt. Komm, mach ihn doch rein, wollte ich gerade sagen. Ey. Wenn der Ball nicht geklärt wird, eine wirklich, Leute, dann ist es echt Schwachsinn. Ja. Überhaupt noch weiter zu spielen. Naja, hat der Trapp ganz gut gehalten, denke ich mal. Ich denke, ja. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. So, der Ball ist doch super gut, ey. Er spielt den Steilpass. Geht er rein? Da ist das 1-1. Nice. Ich verstehe nicht, warum der da den Torwart rausholt. Das ist natürlich ein Mega-Fail, da den Torwart rauszuholen. Oh, wow, oh, wow. Oh. Na gut. 1-1. Nice. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ach komm schon. Da kommt der Schuss. Wow, da wird er aber gerade geblockt von meinem Gegenspieler. Der Abwehrspieler, ja, nice. Super geil. Oh, Trapp, zurück ins Tor, Kollege. Oh, super. Trapp hat sich schon fast gelohnt, ey. So, der Konter läuft. Jetzt könnte es gefährlich sein. Dass der immer da irgendwie hängen bleibt. Ich verstehe das nicht, ey. Ich verstehe nicht, wie der dann schafft, dann den Ball immer mitzunehmen. Das ist mir echt ein Rätsel. Was ist denn hier los? Jetzt wieder Mega-Lag. Guckt euch diesen Mega-Lag an. Aufgrund der Verbindung. Spielen die Leute wieder mit Modem? Das mag ich am liebsten. Wenn jemand mit Modem spielen. Die Defensive steht. Einwurf für uns. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. So. Pereira. Weiter geht's mit Biabiani. Biabiani. Okay, der Ball wurde offensichtlich abgeblockt. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Oh, da geht er vorbei. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, Beric, das ist zu schwach. Da ist er viel zu platt für einen guten Abschluss. Ehrlich gesagt. Ja, ziemlich ausgeglichen und passt so im Großen und Ganzen auch zum Spielverlauf. So, weiter geht's in die andere Richtung. Och, das war aber ein schwacher Pass. Ach. Wow, wie kommt der denn durch? Zum Glück haben wir den Willems. Pereira. Der ist Gold wert, ey. Der ist Gold wert, wirklich. Tyson. Arnold. Er findet den Mitspieler. Beric, da ist das 2-1. Ja, Leute, so muss das sein. Wunderbar. Wunderbar. Der Beric lässt sie nicht nehmen. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, Leute. Jetzt also 2-1. Das könnte die Chance werden. Sehr nice. Kann er ruhig rumtricksen wie ein kleiner Wichser. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, wie der da rumtrickst. Den Pass spielt er gut. Oh, ich wollte eigentlich passen, ehrlich gesagt. Aber da ging gar nichts mehr. Passmäßig. Super, okay. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Nice. Tyson. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Cool, wir kontern. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld. Jetzt schießt er. Boah, wer war das denn? Das war gibt's immer einen Freistoß. Okay. War eigentlich die Szene vorbei, aber gut. Wir kriegen trotzdem nochmal einen Freistoß. Und es gibt noch die rote Karte. Autsch. Keine gute Aktion, Buschi. Nee, rote Karte. Autsch. Und der Freistoß ist auch nicht ungefährlich. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Schauen wir uns das nochmal an. Da kann der Schiedsrichter boah, gar nicht. Boah, das ist echt rot, aber musst du unterbinden. Aus der Entfernung, das ist Quatsch, eigentlich drauf zu schießen.
Können wir irgendwie andere Wechsel? Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Aber das ist ja verständlich. Sie liegen vorn und wollen das Ding irgendwie über die Zeit bringen. Da wird der Freistoß geblockt. Das war nicht so gut. Menes. Ich hätte am liebsten irgendwas anderes gemacht gerade. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten es ist vor sehr dem spannend, Ende ja. ist das Ergebnis völlig offen. Oh, da vertanzen wir uns ein bisschen. Das ist nicht normal, Leute. Ja, gibt's das? Da kommen die tatsächlich nochmal zurück und können das Ding jetzt sogar komplett drehen. Das finde ich so lächerlich, dass man da mit einem Spieler einfach da... Ach komm, ey, das... Und damit also der Ausgleich. Was für ein Kampf. Er hat aber immer noch einmal weniger, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt vielleicht die Chance. Oh, der Trapp, der hält. Wahnsinn. Die Ecke können noch mal ganz gut wichtig werden. Vielleicht kann man noch mal ein bisschen. Okay, noch mal eine Ecke. Aber wir haben immer noch einmal mehr. Wir haben immer noch einmal mehr, Freunde. Okay, der Trapp fängt den Wichsball. Das ist natürlich lächerlich. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Da läuft noch einer von denen. Warum lassen wir denn uns jetzt hier auskontern? Jetzt vielleicht. So wird das nichts mehr. Wow. Ich verstehe nicht, warum wir uns so auskontern lassen. Nach einer Ecke. Das ist heftig. Jetzt pfeift er ab. Was ein trauriges Spiel. Das war eigentlich sowas von... Naja. Super gemacht vom Torwart. Gut. Müssen wir mit dem 2-2 leben. Aber verdient war es für den Gegner. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Den Sieg hätten wir eigentlich verdient gehabt. Eieieiei. Gut. Naja. Besser als nicht zu verlieren. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge von FIFA 17, Freunde.